Jetzt, die Armutsgrenze liegt in Österreich bei 1.328 Euro monatlich. Das durchschnittliche Arbeitslosengeld liegt bei 1.000 Euro. Darunter ist dann die Notstandshilfe mit ungefähr 900 Euro. Also muss man nicht aber trotzdem sagen, dass irgendwo vermutlich die soziale Treffsicherheit fehlt, weil es viele Gruppen gibt, die ja also die sehr wenig haben im Monat, um zu leben, und die es jetzt dann noch schwerer haben werden. Ja, natürlich. Und schauen Sie, die Parteienförderungen sind indexiert, die werden immer angepasst an die Entwicklung der Preise. Warum kann man das bei den Sozialleistungen nicht machen oder beim Arbeitslosengeld? Wir fordern schon seit Jahren ergebnislos die Erhöhung des Arbeitslosengeldes, weil das sind die Leute, die wirklich in die Armutsfalle hineinrutschen. Aber das hat auch der politische Wille nicht da. Das muss man sagen. Vielleicht kommt jetzt mit der Reform, mit der neuen Arbeitsmarktreform, die der Herr Minister Kocher schon seit 2 Jahren jetzt ankündigt, oder übertreiben wir nicht, ein Jahr ankündigt, dass dort vielleicht eine Verbesserung herkommt. Aber die Leute, die sind wirklich echt belastet durch die Preissteigerungen. Die können sich keine Fernreise leisten. Denen nützt da nichts, wenn die Inflationsrate insgesamt vielleicht doch nicht so stark steigt, weil sie müssen für ihr Leben, sie können die Miete nicht bezahlen, sie können das Essen kaum mehr bezahlen. Mhm. Auf die müssen wir genau hinschauen und denen muss man was geben. Was bedeutet das auch für Familien, einkommensschwache Familien, die zum Beispiel Kinder haben, die studieren gehen? Ja, detto. Die gleiche Situation. Es fehlen einfach, und das ist angesichts unserer wirtschaftlichen Stärke. Wir sind ja ein reiches Land, ja. Es ist nur der Reichtum nicht gleichmäßig verteilt. Wir leisten uns Milliardäre, jetzt können wir uns alles leisten, und gleichzeitig leisten wir uns aber ziemliche Armut und immer mehr Menschen, die in die Armutsgefährdung hineinkommen. Und das ist eigentlich für so einen Wohlfahrtsstaat und für einen reichen Staat wie Österreich ist eigentlich eine Schande.